Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Diesmal so ein Thema, das mir gestern Nacht zwar eingefallen ist, dass ich darüber ein Video machen will, aber es ist halt gar nicht so spontan. Es gab vor einigen Monaten schon mal diesen Gedanken um das Thema an sich. Nur nicht, dass ich darüber ein Video mache, aber das versuche ich ja in letzter Zeit, weil das ja erstens bei euch ganz gut ankommt und zweitens ich das halt auch ganz interessant finde, wenn man bei Leuten, die irgendein Hobby, müssen ja nicht Comics sein, kann ja irgendwas anderes sein, einfach auch mal diese Prozesse, Denkprozesse im Hintergrund, was man sich überlegt, warum man manche Dinge nicht macht oder doch macht. Halt sowas einfach mal festhalten, weil ich bin ja YouTuber und YouTuber halten ja jeden Kram irgendwie fest. Und für euch ist es dann auch immer eine Möglichkeit, euch da einzubringen. Habt ihr selbst diese Gedanken schon mal gehabt oder nicht? Und so weiter und so fort. Dann gibt es wieder eine Konversation untereinander. Und das ist ja halt so das Ziel, mich auszutauschen mit dem einen oder anderen von euch. Und wie ihr seht, geht es heute darum, um das Thema, warum ich nicht oder warum ich mich dagegen entschieden habe, meine gesamte Comic-Sammlung sozusagen umzuswitchen in Omnibusse. Hier habe ich ja, ich habe ja durchaus auch den ein oder anderen Omnibus. Wie gesagt, dieses Video geht jetzt nicht um das Format an sich. Dazu mache ich natürlich nochmal ein separates Video, was ich insgesamt von Omnibussen halte, was die Vor- und Nachteile sind. Also ich finde sie schon gut und so. Aber es geht jetzt darum, man könnte ja seine ganzen Dinge, die man hat, oder einen Großteil der Sachen, die man hat, Runs, die man schon ewig hat, verschiedene Serien, die vielleicht abgeschlossen sind, oder Teilbereiche von Serien, sagen wir die 90er Jahre dort, die frühen 2000er dort, oder was weiß ich, gibt es ja teilweise Omnibusse drin von. Oder auch bestimmte Runs, bestimmte Autoren oder bestimmte Runs, bestimmter Zeichner an Serien. Da werden ja teilweise Omnibusse dann halt rausgebracht. Hier in dem Fall halt, es sind ja die ersten 26 Ausgaben der Conan-Serie aus den 80ern, die bei Marvel lief. Und ja, das klassische Zeug halt. Ist schon ganz schön viel drin in so einem Omnibus an US-Heften. Und wie bin ich überhaupt mit diesem Thema, mit diesem Gedanken mal konfrontiert worden? Also zum einen sehe ich ja seit einigen Jahren jetzt schon bei anderen Comic-YouTubern zum Teil, aber auch so bei anderen Sammlern, die man halt bei Instagram, die bei Instagram ihre Sammlung präsentieren, wie zum Beispiel der Omni-Man, der ganz viele Omnibusse hat, was ich auch sehr, sehr schön finde und auch immer fleißig like. Und sehr beeindruckend ist das halt, oder man weiß von einem Sir Acer, der das schon mal erwähnt hat, oder ich weiß das auf jeden Fall aus privaten Gesprächen, dass der zwar auch ganz normale Trades, Hefte und alles hat, aber der hat halt auch schon einiges sich noch in Omnibus-Form geholt. Man sieht, also ich habe halt dieses Gefühl, insgesamt in der Szene, dass es auch so einen gewissen Trend gibt, auch im US-Bereich bei Sammlern, die auf Omnibus zu gehen. Und viele solcher Omnibusse sehen ja auch ganz schick im Regal aus, muss man ja auch sagen. Wie bin ich damit aber konfrontiert worden, mit dem Gedanken überhaupt, das mal irgendwie komplett umzustellen? Weil den Gedanken hatte ich jahrelang nie. Das war so, dass ich letztes Jahr, müsste das gewesen sein, hat ein Omnibushändler, der halt nur Omnibusse verkauft, mich angeschrien, der wollte halt eine Kooperation. Wenn man YouTuber ist, eine gewisse Reichweite hat, kriegt man ja auch, klar, wisst ihr ja, man hat die Möglichkeit, Rezensionsmaterial zu bekommen, man hat die Möglichkeit, andere Kooperationen zu bekommen. Und da wird man auch manchmal angeschrieben. Und er hatte mir halt den Vorschlag gemacht, also einer Zusammenarbeit. Und dann ging es halt darum, dass er mir vorgeschlagen hat, ich könnte bei ihm halt, ich würde halt einen Omnibus, den ich mir einfach aussuchen kann, aus seiner kompletten, aus seinem kompletten Bestand, einen Omnibus umsonst. Klar, würde dann natürlich ein Video oder ein Post oder beides zu folgen mit Werbung, das ist ganz klar.
Und dann war halt das Angebot, dass ich natürlich dann auch die Möglichkeit hätte, bei ihm zu Sonderkonditionen Omnibusse zu kaufen, also deutlich günstiger, als sie im regulären Handel sind. Solche Omnibusse, der hier hat jetzt 99 € gekostet. Ich habe den ja auch für 80 damals auf der Messe bekommen, aber die kosten ja so, also das ist unterschiedlich, so zwischen 70, 80 und teilweise 120 €, kommt drauf an, was das ist, wie dick das ist und so weiter und so fort. Sagen wir mal im Schnitt rund 100 €. Einfach nur so im Schnitt. Für so einen Omnibus und ich werde das dann halt günstiger bekommen. Jetzt die genauen Konditionen, wie viel günstiger, weiß ich nicht. Und der sagte dann nämlich zu mir: Ja, du hättest ja auch die. Der wusste halt, ja, ich bin Comic-YouTuber, hatte das halt natürlich ein bisschen mitbekommen, was ich so sammlungsmäßig habe. Und hat dann halt diesen Gedanken überhaupt bei mir, mich mit diesem Gedanken konfrontiert, dass er sagte: Ja, im Grunde könntest du ja nach und nach deine ganzen Runs, deine ganzen Schätze umswitchen in Omnibinds, also wie Omnibusse, Mehrzahl von Omnibus. Was? Omnibuys? Keine Ahnung, wie man das nennt. Die Mehrzahl von einem Omnibus. Also halt in mehrere solcher Dinger umswitchen. Und ja, da habe ich auch dann drüber nachgedacht. Natürlich, Angebot war natürlich super. Dann war halt so, ey, da habe ich ja vorher halt noch nie drüber nachgedacht, ob ich viele Sachen auch einfach umswitchen kann. Hab mich dann tatsächlich dagegen entschieden, weil aus verschiedenen Gründen. Und auf die Gründe will ich jetzt hier halt hier mal kurz eingehen. Zum einen wäre es eigentlich für mich finanziell nicht machbar tatsächlich, weil das kostet halt, wie gesagt, im Schnitt 100 €. Das ist ein guter Preis für die Menge, die man bekommt. Da will ich auch gar nichts sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist da durchaus sehr gut. Aber sind halt 100 € oder 90 oder 120 oder was weiß ich, auf einen Schlag. Dann wäre halt ja auch die Möglichkeit gewesen, mir bestimmte Sachen, die ich gar nicht habe, halt in Omnibusform zu holen, was ich ja teilweise gemacht habe, wie hier dieses Ding, was ich unbedingt haben wollte. Aber auch dort bin ich vom Platz her, auch wenn das neue Regal dann mal kommt, was hier immer noch nicht weitergegangen ist aus verschiedenen Gründen. Da gibt es dann auch wieder Videos zu. Auch wenn das neue Regal hier kommt, was ich schon angekündigt habe, wäre das platzmäßig zusätzlich zu dem, was ich habe, noch jetzt mit Omnibussen in der Masse anzufangen, nicht möglich für mich. Und ich will ja auch noch andere Sachen kaufen. Dann wäre halt die zweite Möglichkeit, wäre ja das, was er vorgeschlagen hat, Austausch. Das heißt, alles hier raus, was ich noch brauche oder wo ich sage, man musste dann sowieso die Sammlung durchgucken, ob man wirklich alles braucht, was man hat. Das mache ich ja teilweise auch schon. Jetzt bei dem Umbau werde ich auch einige Sachen mir angucken, brauche ich das wirklich oder nicht. Ich habe auch ein bisschen was doppelt, das soll dann auch alles raus zum Teil. Aber natürlich würde man dann nochmal auf die Dinge genauer schauen. Und dann kann es auch sein, dass das eine oder andere schon mal rausfliegt. Das ist ja bei jedem so. Außer bei mir halt jahrelang war das halt nicht so der Fall. Aber die Problematik für mich wäre ja, und dazu habe ich tatsächlich keine Lust, weil das ein jahrelanges Projekt wäre. Wenn ich wirklich das angehen müsste, dann müsste ich wirklich gucken, was willst du haben? Was hast du in irgendeiner Form, Heftform, Tradeform, Hardcoverform, was weiß ich, Form, Taschenbuch, was weiß ich, bestimmte Runs, bestimmte Sachen. Willst du das alles in Omnibus in einer sehr schönen, hochwertigen Form haben? Dann musst du das ja alles verkaufen, das andere. Und ich tue mich ja eben im Verkaufen immer schwer. Und das wäre ja ein jahrelanger Prozess. Ich müsste ja meine Sammlung komplett umswitchen. Das ist wie ein Neuaufbau einer Sammlung für mich. Und ich sammle halt schon viele, 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 viele Jahrzehnte. Und ja, deswegen würde ich nicht nochmal von Null gerne anfangen. Das ist ja kein richtiges von Null anfangen, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Man würde ja nochmal komplett die Sammlung komplett neu aufbauen. Das will ich nicht.
Weil ich müsste einerseits verkaufen, dann müsste ich mich ja immer wieder Omnis holen, gucken, wo ist das wie erschienen, wie ist die Verfügbarkeit und so weiter. Will ich nicht. Will ich tatsächlich nicht. Und dann ist es noch ein Punkt, das ist eigentlich so der dritte Punkt, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist tatsächlich die meisten, klar, Panini ist auch im Omnibus-Geschäft seit einigen Jahren, nicht nur mit Conan. Die haben ja auch einige andere Sachen gebracht in Omnibus-Form. Finde ich auch sehr schön, dass sie da auf diesem Markt auch aktiv sind. Aber viele Sachen, die ich habe, gibt es in Omnibus-Form nur in US. Ich beherrsche zwar die englische Sprache, will aber möglichst auf Deutsch halt lesen. Ich will auch deutsche Sachen, also es sind ja US-Sachen zum größten Teil, aber in Deutsch halt kaufen, weil ich den deutschen Markt auch unterstützen will. Ich finde es super, dass es hier diese Comics gibt. Deswegen will ich die auch in dieser Form kaufen, in deutscher Form. Zum einen. Und zum anderen habe ich halt keine Lust, die ganze Zeit in US zu lesen. Ich weiß, manche haben sich komplett umgestellt auf US. Ist auch alles schön. Können sie auch gerne machen. Ich habe selber auch hier mindestens eine Shortbox voll US-Comics. Ja, ich habe mir auch US-Sachen geholt, immer mal. Hefte halt vor allem. Ich habe auch vereinzelte Trades auf US, die ich aber teilweise auch geschenkt bekommen habe. Natürlich habe ich auch US-Material. Also US-US, also wirklich auf Englisch. Aber zum größten Teil, zu 95%, kaufe ich halt, was in Deutschland erscheint oder erschienen ist. Weil ich den deutschen Markt an Comics unterstützen will. Und viele dieser Sachen, gerade diese Runs aus meiner Kindheit, aus den 90ern, jetzt zum Beispiel an Spider-Man oder so, wüsste ich nicht, dass es da Omnibus schon auf Deutsch gibt. Ich weiß, dass sie im Moment so eine Classic, ich meine, dass Panini im Moment so eine Spider-Man Classic Omnibus-Geschichte auflegt mit den ganz alten Sachen. Und irgendwann kommen sie, wenn das läuft, kommen sie irgendwann in die 90er, aber die Sachen aus meiner Kindheit ist halt noch weit entfernt. Das sind ja 80er, 90er Jahre vor allem Sachen. Ja, und das würde es jetzt nur in US geben und vielleicht irgendwann mal auf Deutsch, aber jetzt nur in US. Und das will ich dann nicht. Und dann zum Beispiel E-Harper-Sachen aus meiner Kindheit sind ja teilweise auch Sachen aus den 70ern, aus den 60ern noch drin, an denen ich halt emotional hänge von den Geschichten her. Wow, und das alles in Omnibusform zu gucken, wo das mal wie in Omnibusform veröffentlicht wurde und dann teilweise geht das ineinander über, dann musst du zwei Omnibusse kaufen und dann sind das aber vielleicht, gibt's da vielleicht sogar Überschneidungen und das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Ja, so viel eigentlich zu der Sache, warum ich mal auf diesen Gedanken gestoßen wurde, das alles umzuswitchen, was ja einige auch machen. Und warum ich mich, zumindest Stand jetzt, dagegen entschieden habe. Wenn ich in 5, 10 Jahren, falls ich dann noch YouTube mache, mal ein Video mache, ich stelle jetzt alles auf Omnibus um, ja, mache ich es dann halt so, ne? Dann erinnern sich vielleicht einige, wenn die dann noch dabei sind, dass ich mal gesagt habe, nee, und mach's dann doch. Aber das wäre, wenn, irgendwann mal. Und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das je passiert. Und wie gesagt, dafür sind die Videos ja auch für mich so ein bisschen da, dass ich halt auch Sachen sage, wie der Stand jetzt ist, wie meine Gedanken zu bestimmten Themen jetzt sind. Und wenn sich das irgendwann mal ändert, mache ich natürlich ein anderes Video dazu und sage, ich habe meine Meinung geändert. Das ist nämlich auch möglich, dass man seine Meinung über die Jahre ändert. Und dann sieht man schön, wenn man den Kanal hier zig Jahre verfolgt, ah, damals hat er so gedacht, jetzt denkt er so. Ja, ist ja auch so ein bisschen Zeitzeugnis, ein bisschen, dass das ja sozusagen nach ja festgehalten wird und man das alles nachgucken kann, weil irgendwie der YouTube-Kanal ist für mich halt auch so eine Möglichkeit, so Sachen mir das irgendwann mal anzuschauen nach Jahren oder wenn ich mal aufgehört habe, mir das alles nochmal anzuschauen. Ah, damals in dem Jahr warst du so drauf, dann warst du so drauf und so weiter und so fort.
Schreibt ihr mir jetzt mal eure Gedanken zu diesem Thema gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist mit Omnibussen. Insgesamt würdet ihr eine ganze Sammlung auf Omnibusse umstellen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und ansonsten gerne das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ciao!